Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoalPR100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr hört gleich, höchstwahrscheinlich an meiner Stimme, die ist etwas angeschlagen. Liegt daran, dass ich eigentlich unverwundbar bin, wie manche von euch vielleicht wissen, aber ich habe so ein bisschen die Grippe erwischt, beziehungsweise erwischt gehabt. Ich bin jetzt wieder fähig, mich in einen Stuhl zu setzen und in einen PC-Monitor zu starren und für euch Sachen aufzunehmen, wie zum Beispiel Risen 3, das mich bis jetzt 12 Parts lang wirklich, wirklich gut unterhalten hat. Und für alle diejenigen, die sich jetzt ewig drauf gefreut haben, boah, im Part 13, da gehen wir an diese geile Insel, die ihr da im Hintergrund seht, zu den Dämonenjägern und so. Aber wisst ihr was, ich habe so ein bisschen nachgedacht und mein Plan ist es immer noch, zu den Dämonenjägern zu gehen. Wir werden Dämonenjäger, verlasst euch drauf. Aber diese Insel hier, die sieht so krass aus, so Endzeit, so, oh, hier geht man hin, wenn man eine richtige Maschine ist. Dass ich euch und auch mich selbst jetzt noch ein bisschen auf die Folter spannen werde. Und wir gehen jetzt einfach trotzdem erst zu den Magiern. Tut mir leid, wenn ich dann den einen oder anderen von euch enttäusche, aber seid euch gewiss, dass wir hier ja auch noch hergehen und dann geht's hier richtig zur Sache. Das sage ich euch jetzt mal. Zuerst gehen wir aber hier an Steuer, stechenden See. Hier waren wir erst, Antigua. Hier haben wir quasi bis jetzt alles erledigt, was in unserer Macht steht. Hier müssen wir aber später garantiert nochmal hin. Und dann, nee, auf die Insel der Diebe gehen wir noch nicht. Werden wir nach, nicht nach Takarigua. Okay, wir können natürlich auch erst nach Takarigua reisen, um die liebe Patty zu holen. Hä? Hier ist die Inquisition. Taranis. Nee, wisst ihr was? Wir fahren jetzt zur Donnerinsel. Wir fahren jetzt zu den Magiern. Ich bin gespannt, was bei den Magiern los ist. Ich freue mich auf die Insel. Ich freue mich hier auf alles. Auf geht's nach Taranis. Ja. Ich werde mir Mühe geben, immer wenn ich husten muss, irgendwie aus der Tonspur zu schneiden. Ich weiß bloß, ich vergesse es ständig. Und wir verlassen die Insel der Dunkelmagier, wollte ich schon sagen. Dämonenjäger wieder. Oh yeah. Woo! Tyrannis gefunden. Sehr schön. Tyrannis. Oh, und oben geht's ziemlich ab. Seht ihr diesen Wirbel da oben? Diesen Magic-Wirbel? Das sieht ja nicht gesund aus. Ja, und das ist jetzt natürlich die Insel, die kennen wir von Gronks Pre-Play-View irgendwas, was er von Piranha Bytes aus machen durfte. Aber ich muss sagen, ich habe das Ding jetzt nicht unbedingt so richtig angeguckt. Also für mich ist das hier trotzdem alles noch blind. Wir werden also viel Spaß haben. Ich würde aber sagen, wir nehmen Bones mit. Komm mit. Sicher. Den guten Edward hebe ich mir auf, wenn man dann tatsächlich mal irgendwann zu den Dämonenjägern fahren. Und jetzt fahren wir erstmal zum Pier. Hier war auch schon mal mehr und los. Da kommt schon einer direkt. Du warst schon mal hier? Einmal. Danach hatte ich ein ganzes Jahr Inselverbot. Tja, und da sind wir wieder. Ja, da vorne ist schon der Hafenmeister anscheinend, mit dem wir mal sprechen müssen. So ist das korrekt. So ist das korrekt. Marburg, hallo. Fracht? Was? Bist du nicht mit dem Boot da angekommen? Was für eine Fracht habt ihr dabei? Nur uns selbst. Ach so, dann seid ihr gar nicht hier, um neue Waren für das Magierlager zu liefern. Nein. Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Aber ja. Es ist das Herz dieser Insel. Wenn du ins Magierlager möchtest, gehst du am besten zu Baker. Du findest ihn rechts vom Lagerhaus, die Anhöhe hinauf. Lass dich von ihm hinbringen. Ohne Führung kann es hier sehr gefährlich werden. Den Wald und den großen See solltest du vorerst meiden, wenn du nicht als Wasserhexenfutter enden willst. Alles klar. Okay, vielen Dank Marburg für die Infos. Also er hat damit gerechnet, dass wir für die Magier irgendwas liefern, was wir nicht tun. Ja, und das hier ist ja dieses Magier. Oh, guckt euch das da oben an. Was ist da oben los? Was findet hier statt? Sind das Experimente, die Magier so wollten, oder? Oh, da laufen Gnome! Gnome! Die Superfiguren aus Teil 1. 2 mal 3 macht 4. Nein, 6. Ach, gar nicht fast verrechnet. Hallo, Kleiner. Klein? Gardi ist nicht klein. Der durchschnittliche Gnom ist 3,5 Fuß groß. Gardi ist 3,75 Fuß groß. Du bist wohl ein ganz Schlauer. Oh ja, Gardi hilft Meister Rumold manchmal beim Zählen. Hast du Lust auf ein Spiel?
Warum nicht? Favo, dann hör Gadi mal gut zu. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Was? Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Keinen. Keinen? Doch, Homie. Er trägt ja einen im Namen. Rumold. Homie, verstehen? Ja. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Kannst du mir was beibringen? Auch wenn Gadi kein guter Tief, Gadi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dinky stiehlt. Gno sind von Natur aus gute Tief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Homie. Ich find's geil, dass der Typ mich Homie nennt. Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Was möchte Homie wissen? Affentrainer? Vielleicht liegt es auch nur an der Banane, aber aus einem Äffchen kann man einen geschickten Dieb machen. Wie geil ist das denn? Aber ich glaube, da reicht mein Zeug nicht aus. Aber Meisterdieb müsste eigentlich klappen, oder? Taschendiebstahltalent steigert sich plus 10 pro Stufe. Ich möchte lernen, wie ich Leute beklaue. Homie möchte ein Taschentief werden? Das ist Königsdisziplin, der Tief. Das Wichtigste ist, ihn dabei abzulenken, während du in seinen Taschen wühlst. Wenn er dich bemerkt, Homie ist in großen Schwierigkeiten. Wenn er nicht aufpasst, schlägst du zu. Nimm so schnell du kannst, so viel wie es geht. So ist so mancher Gno reich geworden. Alles klar. Gut, Meisterdieb könnte man noch steigern. Panzerknacker kriege ich jetzt wahrscheinlich noch nicht hin. Da wird meine Fingerfertigkeit nicht zu reichen. Wo probieren könnten wir es, wo? Seht ihr das? Da haben wir es auch schon. Ja, und Einfluss 40 haben wir garantiert auch noch nicht. Dann können wir das eigentlich lassen. Was der handelt, interessiert mich jetzt eigentlich mal nicht. Aber die Gnome, wie ihr seht, sind schon wieder absolut nur zum Liebhaben. Flieg weg, Vogel. Und wer ist der hier? Rum? Was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Ja. Klar, hier hast du was. Tantan, Homie. Safi mag Getränk, was macht Gaga? Na super. Jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reif, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Alles klar. Ein Gnome, der rumsäuft? Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Homie will lieber Wasser? Nein, nein. Rum ist schon okay. Sehr schön. Schnaps brennen. Ja genau, hier gibt's quasi nicht Tränke brauen, weil Tränke gibt's ja so in dem Sinn nicht nur mit Rezepten und so, glaube ich. Und Alchemie halt. Aber hier gibt's auch Schnaps brennen und so können wir direkt Rum herstellen, was ja unsere direkte Heilung ist quasi. Kannst du mir etwas über das Schnapsbrennen beibringen? Verzeihung. Safi kann, aber kostet dich Goldmünzen. Okay, na was kannst du mir denn beibringen? Was kannst du mir beibringen? Frag, Homie. Schnapsbrenner lernen. Oh, kostet sogar nur 2000. Naja gut, das ist ein Skill, den wir immer für immer brauchen können, also lernen wir den. Bring mir bei, wie man Schnaps brennt. Gut. Homie, hören gut zu. Zunächst, du musst haben viele geeignete Zutaten. Nix nehmen Metall. Das wirft Homie dann in Brennkessel zusammen mit Wasser. Dann geduldig warten und tada! Gaga-Getränk fertig. Klingt gar nicht so kompliziert. Alles klar, alles kochen, Schnaps fertig. Schön. Was denkst du über die Magier? Magier, komisch. Kein Interesse an Gaga-Getränke. Wollen nur Glitzersteine aus Berg. Piraten besser. Und besoffener. Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch, doch. Aber flüssiges Gold bringt mehr Freude. Rum ist für dich flüssiges Gold? Jip, jip, hat Zauberkräfte. Homies sagen, Rum macht hässliche Menschen schön. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Was? Vergiss es. Schön.
Ach, herrlich. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir schauen uns mal hier noch ein bisschen um. Ich gehe ja mal stark davon aus, ihr wisst ja, dass wir uns die Leute alle unter Kontrolle bringen müssen, beziehungsweise auf unsere Seite holen, für unseren Zweck überzeugen. Und das ist dann das Boot, was wir quasi von ihnen spendiert kriegen würden oder so. Das finde ich ja geil. Der guckt Interaktionsgegenstände jetzt immer schon an. Finde ich nice. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache mal hier einen kurzen Quicksaverer. Gucken wir mal, ob hier unten noch jemand rumsteht. Ja, wir können jetzt natürlich ganz allein den Weg ins Innenland der Insel suchen und zum Magierlager kommen. Aber er hat uns ja empfohlen, dass wir einen ansprechen, der da oben, dort oben an dem Haus steht, der uns hinbringt. Das werde ich auch mal nutzen, denn ich habe vor, mich hier nicht einfach so durch diese ganzen Gegnerhorden, die hier eventuell rumstehen, zu kloppen, weil das sehr anstrengend ist und sehr heilungsmittelintensiv. Ich möchte jetzt erstmal irgendwie mal eine Art Rüstung oder so haben, wisst ihr? Ich hoffe, das kriegt man nicht nur ausschließlich, wenn man sich einer Gilde anschließt, sondern hat auch irgendwie anders eine Möglichkeit. Wer seid ihr denn hier? Schaut mal, der zaubert voll rum und so. Voll Kung-Fu Shaolin-mäßig. Gut, dich zu sehen. Ja, schön. Du kennst mich doch gar nicht. Wieso? Naja. So, guckst du dir den Berg an, oder? Halte immer die Augen. Mach ich, versprochen. Und wer bist du? Hey, Moment mal! Neron. Ja. Du bist also der wichtige Mann hier an Bord. Ich habe den Auftrag, auf die Galeere der Magier aufzupassen. Und deine Visage kenne ich nicht. Obwohl, du bist doch der Kerl, der kürzlich hier im Hafen angeschippert kam. Ja, richtig. Du kommst von weit her, was? Erzähl mal, wie ist die Situation da draußen? Boah, ja. Eine Flotte von Geisterschiffen macht die See unsicher. Oh ja, hab ich auch schon gehört. Das ist übel, zum Glück sind sie hier noch nicht aufgetaucht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Kann schon sein, dann müssen wir eben kämpfen. Schönes Schiff hast du da. Es ist nicht meins, es gehört den Magiern. Okay, aber kannst du es auch führen? Natürlich, sonst hätten sie mich bestimmt nicht mit einer solch ehrenwerten Aufgabe betraut. Okay, der ist also der große Typ hier. Und wie ich richtig gedacht habe, diese Galeere müssen wir an uns bringen. Was müsste man machen, um dich dazu zu bewegen, mit der Galeere hier auszulaufen? Um dann was zu tun? Die Flotte der Geisterschiffe aufs Korn zu nehmen. Du spinnst wohl. Ich habe meine Befehle. Solange mir keiner etwas anderes befiehlt, bleibt die Galeere, wo sie ist. Und wer gibt die Befehle? Immer der Stärkste. Und das sind im Moment zweifelsohne die Magier. Könntest du da nicht mal eine Ausnahme machen? Niemals. Okay, also der Typ geht bloß mit hochoffiziellem Befehl hier raus. Mit dem Schiff war mir eigentlich von Anfang an klar. Heißt wohl auf jeden Fall, wir müssen mit den Magiern Freunde werden. Sonst geht hier absolut nichts. Und ich würde sagen, das ist auch das erste Ziel, was wir uns hier mal setzen. Leider ist der Part schon wieder am Ende anbelangt. Es tut mir sehr leid. Wir quatschen jetzt mal noch den Typen an, der uns höchstwahrscheinlich in Richtung Magier-Versteck bringen wird. Beziehungsweise wir gucken uns hier in diesem Haus um, was hier noch ist. Da ist wieder einer. Ich hoffe, es ist nicht der Typ hier. Mit wem sollte man eigentlich noch mal sprechen? Rumold? Ach, Rumold ist der Typ hier, wo das Rätsel war, ne? Alles klar. 25 Pakete Wurst. 35 Laibe Käse, 200 Buddeln Bratwein. Ist alles zu Frühstück gegessen, ne? 8 gepökelte Warzenschwer. Wer? Wie? Was ist? Netter Hafen. Für wen ist der ganze Krempel hier? Krempel? Das ist allerbeste Ware aus den entferntesten Winkeln. Weißt du überhaupt, was für einen logistischen Aufwand es mit sich bringt, das ganze Zeug zu beschaffen? Eine sichere Handelsroute, fähige und seetüchtige Kerle, zuverlässige Lieferanten. Für wen das ist, wollte ich wissen. Oh, ach so. Für die Magier natürlich. Aha. Gut. Also der Typ nimmt sich selbst sehr wichtig. Verkaufst du auch was von dem Zeug? Nur wenn du zahlen kannst. Und wenn deine Taschen leer sind, lass dir ja nicht einfallen, hier was mitgehen zu lassen. Hatte ich nicht vor. Du hast ein Angebot. Gut. Denn ich kann genau zwei Dinge nicht leiden. Ratten zwischen meinen Waren und verlaustes Diebespack. Gut, du hast ein Problem mit Dieben? Hast du ein Problem mit Dieben? Ja, zum Geier. Und das schmeckt mir gar nicht. Weißt du, wer dich beklaut? Bestimmt sind's die Gnome gewesen. Gut möglich. Aber die Gnome hier sehen nicht so aus, als würden sie es sich mit dir verscherzen wollen.
Das bestimmt nicht. Aber manchmal haben die kleinen Biester sich einfach nicht unter Kontrolle. Dann leihen sie sich auch mal aus Versehen etwas. Jemand müsste sich nachts zwischen den Kisten auf die Lauer legen. Dann würde man diesen kleinen Stinkern schon auf die Schliche kommen. Hey, das klingt interessant. Von welchen Kisten sprichst du? Von welchen Kisten sprichst du? In der Nähe unseres Hafenkais findest du eine Ansammlung von Kisten und Fässern. Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Dann siehst du den Stapel schon. Mhm. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Wenn du es wirklich ernst meinst, dann findet sich da schon was. Geht's nicht etwas genauer? Auf verrostete Suppenkellen stehe ich nicht. Ach, lass dich überraschen. Ich werde schon was springen lassen. Alles klar, dann machen wir das doch. Ich finde raus, wer dich beklaut. Sehr gut. Ich binde derweil ein paar Galgenstricke für ein paar Gnomenhälse. Nun wart's erst mal ab. Ja, ja. Denk lieber daran, wenn du dich da bei den Kistenstapeln auf die Lauer legen willst, dann musst du das nachts tun. Wenn's dir hilft, hau dich einfach in ein Bett und schlaf ein paar Stunden. Boah, das kriegen wir doch hin. Liebe Leute, das werden wir für den Typen noch rausfinden. Unsere erste kleine Heldentat hier auf Taranis bei den Magiern. Bevor wir dann tatsächlich mit jemandem sprechen, der uns ins Landesinnere tragen wird, den werden wir schon irgendwo finden. Die Vögel da sehen wie Gegner aus, aber die lassen wir erstmal in Ruhe. Aber was wir auch in Ruhe lassen für heute, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ist das Zocken. Der Part ist leider am Ende. Ja gut, ist nicht so viel passiert, aber wir mussten ja die anfänglichen Gespräche hier führen und das brauchen wir ja auch für die Immersion und so. Was machen wir also alles im nächsten Part? Das findet ihr am besten raus, wenn ihr wieder einschaltet. Hier bei Risen 3 Titan Lords. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.